der Gringo. Ja, liebe Zuschauer, ich habe euch ja letztes Mal versprochen, dass wir mit der Hauptstory weitermachen, was wir natürlich jetzt auch tun werden. Wir werden mal zu den Lexington, nee, nicht Lexington, wie heißt der? Professor Keynes, genau. Zu Professor Keynes. Und dann mal sehen, was er uns erzählt. Würfelspiel, keine Lust, mache ich nicht. So, auf geht's. Du bist spät dran. Ja, ich sehe es. Dann bist du bereit. Bereit? Bereit für was? Meine Bürde mit mir zu teilen. Ich weiß es jetzt. Du warst dabei, als es passiert ist, nicht wahr? Ja. Was genau ist damals passiert? Du bist jung, unerfahren und hitzköpfig. Und genau deshalb wirst du wohl Erfolg haben. Du wirst diese Eigenschaften dringend brauchen. Wir treffen uns am Rand der Swallows. Na wunderbar. Das wird wahrscheinlich wieder ein langer Weg. Beziehungsweise, ich kann mich ja dahin teleportieren. Ich hoffe, dass das nicht so weit entfernt ist. Und damit willkommen zurück zu Two Worlds 2. Ja, irgendwie hat meine Stimme heute gelitten. Ich weiß nicht warum. Nehme ich die jetzt oder benutze ich die jetzt? Warte mal kurz. Warte mal. Mal auf die Zeichen achten. Das nehmen, jawohl. Also, können wir ja benutzen. Wobei, ich habe ja sowieso noch meine persönliche. Aber komm. Wir werden die mal einfach nehmen. Ja, wir können hier. Lager der Scavenger. Und hier müssen wir hin. Na gut. Komme ich immer an dieser Stelle, also an diesem Teleporter, ist alles ruckelig. Seltsam. Na, wo muss ich denn lang? Aber warte mal, ich kann ja mal die Karte anmachen. So. Hier lang. Ja, müsste funktionieren. Würde ich einfach mal behaupten. Und wahrscheinlich kommen jetzt wieder eine Menge Gegner für zwischendurch. Nanu, wo ist er denn? Sprich mit Keynes über... Ups. Es wird alles gut werden, Keynes. Also, wie besprochen. Ja, was denn nun passiert? Tja, aber wo ist Keynes? Ach, da vorne rennt jemand. Du wirst sicher Fragen haben. Jo. Zum Beispiel, was das eben war. Was ist da gerade passiert? Seher haben die Gabe, Bruchstücke aus der Vergangenheit zu sehen. Ist das chronisch? In den Swallows, ja. Allerdings gibt es Einschränkungen. Der größte Feind des Sehers ist sein eigenes Seelenleben. Deshalb unterdrückt er seine Gefühle. Nur dann kann er die Grenze überschreiten und Dinge sehen, die über das hinausgehen, was ihn selbst betrifft. Die Zukunft kann niemand sehen, aber mit viel Selbstdisziplin hilft die Gabe, Verbindungen zwischen den Bruchstücken zu erkennen und den Pfad zu beeinflussen, auf den diese Verbindungen hinweisen. Und deshalb... Ja, deshalb war ich selbst geblendet. Ich war in meiner Sicht eingeschränkt durch die Fragen, die in mir bohren, durch meine eigene Betroffenheit.
Nur wir beide haben das gesehen? Nein, die Seher sind damit zu mir gekommen. Auch sie waren in der Lage, dieses Fragment der Vergangenheit zu sehen. Vermutlich, weil es unser aller Schicksal betrifft. Ich habe ihnen geholfen, die Fragmente zusammenzusetzen. Wie ein Mosaik. Und auch du scheinst zu diesem Mosaik zu gehören. Und was war das eben? Ein fehlgeschlagenes Experiment. Der vollständige Zusammenbruch unserer Welt auf elementarer Ebene. Und dieser Zusammenbruch war dabei, sich auszubreiten. Aber mit was wurde da experimentiert? Verita. Ich will mehr davon sehen. Ich muss es wissen. Die Ruinen im Zentrum der Swallows. Ich werde dir etwas zeigen. Wir treffen uns dort, wenn du bereit bist. Ja, dann müssen wir ihn jetzt in den Ruinen des Swallows treffen. Eieiei. 430. Was war für ein Geräusch? 430 Meter. Mal mein Kärtchen wieder anmachen. Hier, verfluchte Kisten. Nee, das scheint irgendwo... Oh, wollen wir das noch schnell machen? Verfluchte Kisten? Wir sind doch gerade hier. Komm. Komm, wir machen noch schnell die Kisten. Wenn ich's finde. Falls ich es nicht finde, reicht mich natürlich jetzt zum Deppen gemacht. Ja, ich glaube, ich mache mich gerade zum Deppen. Verdammt. Ja, sieht doch noch Hauptstory aus. Hab mich verlaufen. Wo lang? Hier? Ja, bislang sind keine Gegner hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich hatte die ja, glaube ich, schon mal auf den Hinweg irgendwie alle platt gemacht, oder? Kann das sein? Ja, ja. Das heißt, man kann ja auch, man muss nicht gegen die kämpfen, man kann ja auch durchrennen. Aber dann hätte man sie jetzt erledigen müssen. 170 Meter? Wo geht's lang? Oder sagen hier oben lang? Mann! Ich hab mich voll erschrocken. Magier. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Waffe jetzt anhabe, aber ist mir erstmal ziemlich Latte. Ja, ist grauen um. Der war nämlich gerade betäubt. Er ist immer noch betäubt. Aber irgendwie ist die Abwehr toll von ihm. Mal warten, bis er angreift. Aber ich glaube, die Waffe ist nicht so die gelbe vom Ei. Wir werden mal gleich eine andere Waffe aktivieren, nämlich meine 4. Aha. Und wieder diese Sammeln. Die Sammelwut packte mich. Ja, das Weiße war ja gegen Elektrizität. Wenn ich mich recht erinnere. Oh, super Heiltränke. Super duper Heiltränke. So, die 4. Oh, was haben wir hier? Oh ja. Heiltränke kann man immer gebrauchen. Exotische Frucht. Na gut, die brauche ich nicht unbedingt. Ja, sind wir nun richtig hier? Guck mal, da sind auch wieder welche. Es gibt immer was zu tun. Genau. Hier, nimm dir erstmal den. Bam. Ja, der war super. Ja, bleibt er da stehen. Komm. Na los, komm. Hol aus. Ah, da hinten ist so ein Stinger. Da drüben. Ja, Stinger, du triffst mich nicht. Aber ich werde dich gleich treffen. Weil ich so in Ordnung bin. Warte mal hier. Ja. Ja, wieso benutze ich eigentlich kein Schild? Ja, kann ich euch sagen, weil es eine Zweihandwaffe ist, deshalb.
Oh, da ist ein Steinchen drin. Sehr schön. Mehr hier, Stinger. Supreme Stinger. Ja, wie man sieht, eine scharfe Waffe ist genau die richtige dafür. Ja, schrei doch. Na nun, hier muss irgendwo noch einer rein. Wo? Ach ja. Komm her. Komm her, du mit dem Schwanz. Alles keine Hürde. Kriegen wir hin. Es war die falsche Waffe. Beziehungsweise nein. Beide Waffen wären nicht so richtig für ihn. Aber macht uns gar nichts. Neuen Ort gefunden. Herz des Wallers. Wäre natürlich schön, wenn wir hier auch einen Teleporter hätten. Ist hier irgendwas? Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, hier muss ja irgendwo ein Teleporter sein, denke ich mal. Bei solch wichtigen Sachen. Und wir müssen wohl da rein. Ist hier ein Teleporter? Hier, komm her, Dicker. Ah, falsche Waffe. Komm her. Jawohl, die ist richtig. Du scheußlicher Koloss. Oh, und noch ein Vieh. Aber egal. Ist mir egal. Bam. Oh, warum sind auf einmal so viel wieder da? Weil ich was falsch gemacht habe. Habe ich die irgendwie aktiviert, weil ich hier lang gelaufen bin? Aber wir wollen ja... Warte. Mann, der hat mich erschrocken. Komm her, du Ex-Regenschirm. Ja, ihr wisst ja, in der einen Folge fahren ja so eine Regenschirme. So, der Lappen ist auch weg. Und ich denke mal, wir müssen jetzt da irgendwie rein, damit es hier weitergeht. Ah, da hinten steht er schon, Professor Keynes. Was hat man da? Gar nichts. Ja, Professor. Nun zu uns beiden. Eieiei, geht wieder los. Was hast du nur getan? Mehr als du dir vorstellen kannst. Okay, das war's. Keynes, klär mich auf. Bin alles verwirrt. In Ordnung? Gandoha. Ah. Jedes Ende hat auch einen Anfang. Wie es scheint, teilen du und ich uns die Einsicht in beides. Ich muss herausfinden, wie ich ihn aufhalten kann. Kira, er hat meine Schwester. Er ist verantwortlich für all das hier. Wir haben zusammen studiert. Waren gute Freunde. Aber seine Besessenheit. Ich wollte sie zunächst nicht wahrhaben, bis es zu spät war. Hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, herauszufinden, wie er das überhaupt geschafft hat? Offiziell jedenfalls nicht. Der Besitz von Verita-Kristallen ist illegal. Selbst für Forschungszwecke. Ursprünglich diente das Gesetz unserem Schutz. Aber inzwischen wird es vor allem deshalb aufrechterhalten, um den Widerstand klein zu halten. Ich muss einfach mehr in Erfahrung bringen. Damals habe ich ihn in der Bibliothek vorgefunden, umgeben von einem Berg von Büchern über die Erbauer von Antalur. Er hatte seit 2 Wochen nichts mehr gegessen. Weißt du, was er herausgefunden hat? Er sprach ganz aufgeregt von einem Monument. Die Erbauer hätten es der Nachwelt hinterlassen. Aber nur jenen, die würdig sind zu verstehen. Dann hat er mich um Hilfe gebeten. Was wollte er von dir? Es ging um eine Art Brunnen unterhalb der Bibliothek. Du wirst schon sehen. Gut. Bevor du gehst, hier, nimm. Du wirst es merken, wenn du ihn brauchst.
Ich für meinen Teil würde gerne ein wenig meinen Gedanken nachhängen. Ja. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Also hier erstmal suchen nach dem stillgelegten Brunnen unterhalb der alten Universität. Ja, und zwar hatten wir doch in der einen Folge diesen Heiligen Gral bekommen. Ich habe den auf die 8 gelegt. Und mit diesem Heiligen Gral können wir uns unsichtbar machen. Und er lädt sich auch wieder auf. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das dauert. Ich werde es euch mal zeigen. Ich mache mal einfach die 8. Zack. Und jetzt bin ich unsichtbar. Jetzt kann ich einfach durchlaufen, ohne dass mich jemand angreift. Wobei hier greift mich sowieso keiner an. Na super. Und wieder 220 Meter sehe ich gerade. Ach, Freunde. 220 Meter. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lange der Trank anhielt, aber mir war so, als ob eine Minute. Ja, wo muss ich lang? Hier hinten lang? Durchaus möglich. Oder auch nicht. Nein. Komm hopp. Jupp. Wir gucken auf der Karte, vielleicht ist jetzt irgendwo zum Teleportieren. Ne, da oben. Wir müssen also diesen Weg hier lang, so wie es aussieht. Also setze ich mir mal eine Marke. Zack. Vielleicht finde ich es ein bisschen einfacher. Ja, noch bin ich unsichtbar, wie man sieht. Also da geht es nicht lang. Dann müsste hier lang der richtige Weg sein. Geht mal, der greift mich nicht an. aber jetzt gleich. Komm her, du. Du Lebrat. Lehrer, meine ich. Bam, tot. Ja, manchmal muss man mit den Waffen wechseln. Halt, warte. Ist das richtig hier lang? Mich dünkt ja. Falsche Waffe. Komm. Komm, nimm die 4. Ja, komm her, ja. Ja, alter Wegrenner. Oh. Hoffentlich lohnt sich's. Kann sein. Aber ich sehe gerade, da ist ja noch so ein Lumpi. Komm her, du Vidon-Lumpi. Verdammt. Los, weiter. Komm her. Stinger. Sind wir nur die kleinen Stinger, aber irgendwie sind die fast genauso kräftig wie die größeren. Ah, hier. Die Dinger sehen scheiße aus. Entschuldigung. Los, mach dich auf. Ja, wie gesagt, man könnte auch wegrennen im Grunde genommen. Ach, komm mal her, ich trinke mal was. Man könnte auch wegrennen. Die verfolgen einen ja nicht so lange. Aber es sind natürlich alle Erfahrungspunkte. Und die brauchen wir ja schon. Wir wollen noch stärker werden. Ja, Hochgeschwindigkeit schlagen. Na, eh noch. Um den auch gleich hier. Und tschüss. Ja, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich noch. Ja. Ach, komm her. Ja, da lachen die Hühner. Ach, die kommen angekrochen da. Ach komm, die interessieren mich jetzt aber wirklich nicht. Warte, oh, Schreck gekriegt. Ich dachte, das Ding stürzt ab. Du meinst einfach so, obwohl ich mich gegen den Willen meines Vaters für dich entschieden habe? Ach, geh mir nicht auf die Nerven. Aber du hast gesagt, dass wir zusammengehören. Ich habe eine Menge Blödsinn geredet. Wie kannst du nur so grausam sein? Wie konnte ich nur so...
Ich, Ja. Verlass mich nicht! Neuen Ort gefunden. Irgendwie frühe streichendes Liebespaar in einer Vision der Vergangenheit gesehen. Okay. Ja, hier ist wohl alles kaputt, wie es aussieht. Ist zwar noch irgendwie die Universität, aber halt ein bisschen brachliegend. Oh ja, einen in den Bauch gedrückt. So, wo lang jetzt? Wir müssen hier durch. Leute, kein Teleporter, ey. Kann nicht sein. Aber ich glaube, ich werde hier einen Teleporter irgendwo dann ablegen. So, wo lang? Wo? Der war ja nicht vorbereitet, hat ja keine Waffe gezogen, der Typ. Ist ja raffiniert. Also raffiniert von mir, dass ich den so hinterlistig eine reingezogen habe. So, wo ist der andere Lumpi? Ey, was ist das hier? Alte Aufträge? Ach, komm her. Dich mache ich am liebsten fertig. Ja, Zauberer sind ja irgendwo gut immer, ja. Aber sobald sie im Nachkampf sind, ist ja vorbei mit lustig. So, warte mal. Wo war das jetzt mit die Aufträge? Hier. Sag nicht, ich kann hier in der Vergangenheit Aufträge machen. Tatsache, sind Aufträge. Ist ja witzig. So, wo lang? Schön aus. Oh, komm. Oh, shit. Komm mal weg hier. So, jetzt trinken wir einen Schluck. Oh, Gargoyle. Gargoyle sieht toll aus. Die fallen mir richtig gut. Tja. Allerdings überleben sie nicht lange. Jedenfalls nicht in meiner Nähe. Kärtchen. Cool. Wobei kann sie noch nichts mehr mit den Karten anfangen. Gab so viele Karten. Wollten wir noch was sehen. Ah, okay. Hier geht's nicht weiter. So. Ein Teleporter, ich fasse es nicht. Oh. So, wo müssen wir jetzt hin? Da oben. Ach ja, wir müssen ja zu diesem Brunnen. Feuchter Keller gefunden. Und dieser feuchte Keller ist nicht hier. Nein. Ist er nicht. Der ist auch nicht hier. Nein. Ist er nicht. Der feuchte Keller ist nämlich hier unten. Doch leider ist die Folge vorbei. Das heißt, wir gehen erst in der nächsten Folge rein. Aber vorher will ich was versuchen. Mal sehen, ob ich jetzt den Heiligen Gral wieder benutzen kann. Mit unsichtbar. Jep, würde funktionieren. Also alle paar Minuten könnt ihr den Heiligen Gral benutzen, wenn ihr unsichtbar sein möchtet. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Dann geht's ab in den feuchten Keller. Und wie immer toll, dass ihr zugeschaut habt. Und von daher, danke.